Nachmittags im Reitstall in Schleibach. Otto freut sich auf Lias und Lias auf sein Lieblingspferd Otto. Der 11-Jährige liebt seine wöchentliche Reitstunde bei Jenny Grosser. Sie unterstützt ihn auch bei den Vorbereitungen. Willst du noch eins geben? Ja. Otto. Oh nein! Oh, hebst du es auf? Jetzt. Otto. Mutter Claudia Schwarz freut sich jedes Mal über die Fortschritte von Lias. Auch wenn der Junge längst nicht so weit ist wie andere Reitschüler ohne Down-Syndrom. Lias hat das erste Mal auf dem Pferd gesessen. Ich glaube, da konnte er noch nicht mal laufen. Mein Reiten ist relativ, aber es wird immer besser. Hallo! Ja, nochmal? Also. Gut! Hast du selber durchpariert, ne? Die Entscheidung für ein behindertes Kind, also da stehe ich immer noch zu 100% hinter und wir sind glücklich damit. Sommer 2011. Claudia und Thomas Schwarz freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind. Es ist eine Risikoschwangerschaft. Claudia ist 42 Jahre alt, doch sie fühlt sich wohl. In der 16. Schwangerschaftswoche dann die Diagnose. Ihr ungeborener Sohn hat das Down-Syndrom. Man sagt immer so schön, es war ein Gefühl, als wenn einem der Boden unter den Füßen weggeht. Aber genau so ist es. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich falle. Aber nicht kurz und schmerzlos, sondern das hat sich wirklich über eine ganze Zeit hingezogen, bis ich endgültig begriffen habe, dass mein Kind behindert sein wird, wenn es zur Welt kommt. Auch für den Vater, Thomas Schwarz, ist das ein schwieriger Moment. Ja. Da war dann erstmal so ein Schock. Und dann ging es eben daran, zu entscheiden, was machen wir. Claudia und Thomas Schwarz stehen vor der schwierigsten Entscheidung ihres Lebens. Haben Sie da in dem Moment über Abtreibung nachgedacht? Ganz ehrlich, nachgedacht, ja. Ich habe daran gedacht, wie es sein könnte, dieses Kind abzutreiben. Hab auch darüber gelesen, wie so eine Spätabtreibung, was es ja zu dem Zeitpunkt eigentlich schon war, in der fast 17. Woche, vonstatten geht. Und habe mich eigentlich auch sehr schnell dazu entschieden, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Also mit dieser Entscheidung hätte ich nicht leben können. Claudia und Thomas Schwarz entscheiden sich für das Leben und für Lias. Am 6. November 2011 ist es soweit. Ihr Baby kommt per Kaiserschnitt zur Welt. Da ist eure Süße. Da sitzt sie. Ja, überwältigt einfach. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt noch einen Moment. Erste zaghafte Berührung. Und ein kleiner Nieser. Achi. Momentan sind meine Gefühle einfach unbeschreibbar. Das ist einfach nur, ich weiß es nicht. Also ist alles neu und der sieht so süß aus. Und ja, also von Down-Syndrom sehe ich jetzt nicht so wirklich viel. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann könnte man vielleicht drauf kommen. Aber interessiert mich eigentlich weniger. Kein Herzfehler, keine Diabetes und auch keine anderen Krankheiten, die typisch für Kinder mit Down-Syndrom sind. Lias und seine Eltern haben riesiges Glück. Ja, ist ein Wunder, wenn man sieht, ist alles dran, die kleinen Finger und die Ohren und die Nase. Und ist einfach unbeschreiblich. Glücklich? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 2014 treffen wir Lias wieder. Er ist jetzt 3 Jahre alt und geht in den Kindergarten. Dort hat er einen integrativen Platz. Der Hauptmann von der Feuerwehr, die Feuerwehr. Der Lias ist unser Sonnenschein hier in der Gruppe. Der wird von allen Kindern ins Spielen mit einbezogen. Die Kinder nehmen ihn mit in die Puppenecke, in die Bauecke. Sie spielen mit ihm, sie kümmern sich um ihn. Und er kommt jeden Tag immer mit guter Laune zu uns. Das zeichnet ihn auch aus. Herzlich willkommen, Familie Schwarz.
Gute Laune bringt Lias auch ins Stern-TV-Studio mit und steckt die Zuschauer mit seiner Fröhlichkeit an. 2018 wird Lias ein Schulkind. Stern-TV ist dabei, als er mit 6 Jahren eingeschult wird. Er geht auf eine normale Grundschule, die Grengracht-Schule in Basweiler bei Aachen. Ich bin glücklich, dass wir uns wirklich entschieden haben, ihn auf eine normale Regelschule zu schicken, dass er erstmal mit anderen Kindern hier in Kontakt kommt aus der Nachbarschaft. Und dann werden wir sehen, wie sich das alles weitere ergibt. In der Schule bekommt er eine Rundumbetreuung durch Schulbegleiterin Melanie Eils. Erste Lektion am Einschulungstag, Lias Anfangsbuchstabe, das L. Das ist ein Lineal. Im Unterricht fühlt sich Lias aber nicht besonders wohl. Er will raus zu seinen Eltern. Melanie Eils versucht, ihm die Schulregeln beizubringen. Komm, Lias. Einmal den Stuhl hochstellen, dann gehen wir zum Papa, versprochen. Komm, einmal den Stuhl. Dann ist der erste Unterrichtstag endlich vorbei. Und die schlechte Laune von eben vergessen. Und war cool? Hat Spaß gemacht, die Schule? Ja. Der Schulalltag mit allen Regeln und Anforderungen ist für Lias nicht leicht. Seine große Stütze bleibt seine Schulbegleiterin. März 2023. Seit einem Jahr geht Lias jetzt in die Roderschule in Herzogenrath. Eine Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung. Wir haben es ausprobiert, ihn auf die Regelschule zu bringen. Wir haben in den letzten 2 Jahren festgestellt, dass er da doch sehr überfordert war und nicht mehr richtig mitgekommen ist. Wo wir dann eben beschlossen haben, ihn auf eine Förderschule zu schicken, damit er da wieder mehr Freude am Schulalltag haben kann, als immer hinten dran zu hängen. Hier gehen die Lehrer gezielt auf die Fähigkeiten der Kinder ein und fördern die Schüler passgenau nach ihren Bedürfnissen. Was hatten wir gesagt? Was ist das für ein Tier? Der Löwe. Der Löwe. Mit welchem Buchstaben fängt der Löwe an? Perfekt. In Lias Klasse sind 7 Jungen und 6 Mädchen mit ganz unterschiedlichen Einschränkungen. Hier lernen sie neben Rechnen und Lesen vor allem auch Praktisches für den Alltag. Das ist eins unserer größten Ziele. Die Schüler, die an unserer Schule sind, die ihr Leben lang auf einen gewissen Teil Hilfe angewiesen sein werden, so selbstständig werden zu lassen, wie es geht. Wir möchten gerne immer unterstützen, aber halt nur so weit, wie es denn nötig ist. Damit das gelingt, lernen die Kinder im Unterricht auch kochen. 2 Lehrer und 3 Integrationshilfen unterstützen die Kinder dabei, das gemeinsame Mittagessen zuzubereiten. Auch das gehört zum täglichen Lehrplan. Jetzt willst du das auskratzen? Ja. Dann machen wir hier, ne? Einfach rein in den Topf. Langsam. Und jetzt raus damit. Nein. Darf ich den jetzt wieder haben? Danke. Lias hat ein Päckchen mehr zu tragen, weil für ihn halt in seiner Grundschulzeit viel abgenommen worden ist, weil er eben in Genuss einer Integrationshilfe gewesen ist, die natürlich auch sehr viel begleitet hat und eben dann auch viele Aufgaben für ihn übernommen hat, die er jetzt, wo er bei uns in der Schule ist, alle alleine bewältigen muss. Wie Jacke anziehen, den Reißverschluss zuzumachen. Das hat gut funktioniert. Nach dem Unterricht wird Lias im Schulbus bis nach Basweiler gebracht. Knapp 1 Stunde dauert die Fahrt nach Hause. Spielen zu dritt, das macht die Familie noch immer so oft wie möglich. Obwohl sich die Lebenssituation der 3 seit unserem letzten Dreh einschneidend verändert hat. Wir haben uns in der Zwischenzeit getrennt, leben halt jetzt separat aus verschiedenen persönlichen Gründen, die aber nichts mit Lias zu tun haben. Lias ist immer noch unser beider Sohn, wir kümmern uns zusammen. Und da muss man schon als Eltern dann trotzdem noch zusammenhalten. Auch Thomas Schwarz hat sich mit der neuen Situation arrangiert und kümmert sich weiterhin liebevoll um seinen Sohn. Die Momente mit Lias sind für mich eben weniger geworden, aber dafür dann intensiver. Und ich kann nur feststellen, dass Lias das gut verkraftet hat. Lias macht seinen Weg. Liebevoll begleitet von seinen Eltern, den Lehrern und natürlich von seinem besten Freund, Otto.